Der schönste Barbara-Zweig von Annemarie Köllerer. Gerade haben die Kinder das vierte Türl von ihrem Adventskalender aufgemacht. Da sagt die Mutter, Barbara-Tag ist heute. Jeder von uns holt sie jetzt von draußen ein kahles Asterl. Und das wären dann unsere Barbara-Zweigerl. Und sie nimmt eine große Vase aus dem Schrank, füllt sie mit Wasser und stellt sie in den Herrgottswinkel. Es dauert nicht lang und schon bringen alle ihre Zweige in die Stube. Meins ist vom Kirschbaum, meins ist vom Apfelbaum, so schreien die Kinder durcheinander. Und meiner ist vom Goldregen, sagt die Mutter. Und ganz zum Schluss kommt die kleine Marie und bringt ein dürres, vertrocknetes Etwas von draußen mit. Ob das was wert, fragt sich die Mutter und sagt dann so, jetzt hängt noch jeder ein Kartel mit seinem Namen an sein Zweigerl und wem seiner am ersten blüht, das ist der erste Gewinner und der kriegt vom Christkindl ein extra schönes Geschenk. Tag für Tag in aller Herrgottsfrüh begutachten alle Familienmitglieder die Barbara-Zweige. An meinem ist schon eine dicke Knospen. Ja, der meine wird schon ganz quer und der meine hat schon ein kleines Bladel. So geht es jeden Tag. Nur die kleine Marie steht traurig da und schaut auf ihr immer noch dürres Ästchen. Das gibt's doch nicht, wundert sich die Mutter. Ja, von was für einem Strauch hast denn du bloß dein Zweigerl abbrochen? Fragt sie nach. Wieso abbrochen? Meint die Kleine schon arg den Tränen nah. Ich hab mein Zweigerl im Schupfen gefunden, da wo der Papa immer das Holz zum Einharzen holt. Aber dann geschieht das Wunder. Am nächsten Morgen glänzt der braune, vertrocknete Zweig wie pures Gold und ist wunderschön geschmückt. Und alle sind sich einig, dass der Barbara-Zweig von der Marie der allerschönste ist.